Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Multiplayer-Projekt von Transportfever. Ja, meine Lieben, ich bin etwas früher dran wie Marktus. Ja, das ist korrekt. Marktus hatte technische Schwierigkeiten und somit bin ich für dieses Mal vorgerückt. Marktus kommt jetzt sozusagen nach mir und dann hoffe ich, geht wieder alles den normalen Umständen wieder weiter. Das zur Einleitung. Und ja, auch nochmal vielen, vielen Dank an Tim und Jens, die mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht haben. Oder beide hatten zwei verschiedene Fehler, also jeder hat einen Fehler aufgedeckt. Ja, Tim, natürlich hast du recht, ich habe einen Liniensprung gemacht, habe was vergessen. Hier oben war alles soweit korrekt, habe ich nochmal gerade überprüft. Dass die hier rumgesprungen ist, sollte sie ja machen. Nein, falsche hier. Sollte sie ja machen, weil sie von dieser Strecke nicht auf dieses Gleis kommen. Somit muss es auf diesen Gleis, damit die wirklich so fahren können. Aber aufgrund unserer Linienbearbeitung des letzten Mals haben natürlich wieder ein kleiner Fehler eingeschlichen. Ja, hier, das würde passen, aber das hier, das passt nicht mehr. Und das darf nicht sein. Sollte eigentlich der Zug bis hierhin fahren. Der blockiert hier wieder. Der lange Güterzug blockiert hier die Strecke. Und der andere will hier raus über dieses Gleis, obwohl er eigentlich hier rausfahren könnte. Ja, und da machen wir Folgendes. Wir sagen, der soll von der Ho Chi Minh Stadt, sind wir ja hier, über den Wegpunkt werden wir trotzdem festlegen, hier, und weiterhin über dieses Signal. Und somit würde unser Stauproblem wieder aufgelöst. Ein kleiner Fehler, wo ich auch entdeckt habe nach der Aufnahme, aber da konnte ich ja nichts mehr ändern, weil ich nur während der Aufnahme Veränderungen machen darf. Jetzt müssen wir den noch irgendwie dazu bewegen, dass er merkt, okay, einmal drehen und schon hat er die neue Route vor sich und schon läuft es auch hier. Natürlich wollten wir diese Linie, Güterlinie, jetzt erstmal danke an Tim und jetzt danke nochmal an Jens. Ja, wir wollten ja die ganze Güterlinie hier hinziehen. Würde natürlich funktionieren. Jetzt müssten wir genau diese Lebensmittel, ich habe vergessen, dass die auch selber schon Lebensmittel transportieren können, also dass die noch mehr mit transportieren können, werden wir das gesamte, nämlich falscher Zug, die Linie meinte ich, dass die genauso Lebensmittel transportieren kann, werden wir natürlich diese Linie hier hochziehen. Dann werden die hier auch entlang fahren müssen. Und nicht mehr von diesem werden wir das natürlich hier einbauen. Das löschen, den Wegpunkt löschen und hoffen, dass es jetzt soweit funktioniert. Haben wir sie auf dem richtigen Gleis? Ja, haben wir und doch nicht. Genau das gleiche. Warum der dann immer da so ein... So. Jetzt haben wir das soweit. Ja.
Es dauert alles ein bisschen, bis sich das gesamte Paket wieder aufgelöst hat. Und wir machen hier auch noch unsere oder meine berühmten Wegpunkte, damit wir auch hier die Gleise bestimmen können. Und das wäre nämlich: Fahr doch bitte hier rein. Warum fährst du nicht hier raus? Und dann fährst du über diesen Wegpunkt wieder raus. So. Gut. Planungsumbauphase soweit abgeschlossen. Und wir suchen. Wow, es sind schon mittlerweile sehr viele Linien zusammengekommen. Werden wir noch unseren anderen Zug, den hier, 45 Minuten, ja, ich glaub's nicht, das war jetzt nur wegen der Standzeiten, auch in diese Richtung bekommen, Oberneutristram, diesen Wegpunkt löschen wir, dafür nehmen wir diesen Wegpunkt. Und warum kommt ihr hier nicht rein? Weil hier... Okay. Hat man ein Gleis vergessen? Oder wollte es damals nicht? So, und du fährst dann weiterhin über diesen Wegpunkt. Gut. Oh, hier läuft der Rubel. Auch die LKWs hier unten werden übernommen. Ich werde diese Güter weiterhin weit verteilen. Im Moment nur Brot, klar, weil die Züge sich jetzt erstmal wieder darauf einrichten müssen. Was wir hier noch... Habe ich einen kleinen Schreibfehler, oder? Ein kleines Z gemacht. ZGL. Tatsächlich. Mensch, sag mal. So, ZGL Tristram Transfer werden wir nochmal ein paar LKWs draufschmeißen, die ziemlich alles transportieren können. Wären am besten die All Cargos. Diese hier, die können sie alles transportieren. Und ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so 11 vielleicht. Werden diese auf der ZGL Tristram Transfer noch einbauen. Werden auch nochmal die Fahrzeuge alle färben. Und was haben wir diese Farbe? Gut, hohes Verkehrsaufkommen, aber wir haben falsches Bild. Wir haben hier keine Personen. Und überall Stau. Auch so wie unser Padre werden wir hier noch unsere Straßen ausbauen müssen. Jetzt frage ich mich, warum der das nicht so aufnimmt, wie ich es gern wünschte. Habe ein Vollbild. Na gut. Dann lassen wir es so mal.
so Straßen-Upgrades. Ich arbeite ungern mit Busspuren. Weil unsere Busspuren immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe immer das Gefühl, dass die genauso auf die LKWs dann drauf fahren, und das ist nicht auch ganz so im Sinne des Erfinders, wie ich es mir gern wünschte. Nämlich genau solche Aktionen würden dann nicht funktionieren, wenn ich Busspur, dann würde ich beide zwingen auf diese Außenspur. Ist meine persönliche Meinung, also. Auch der hier, warum fährt der hier so? Der könnte doch. Zumindestens der könnte Display. Nein, kann er nicht. Autosave, jawohl. Hier. Aber viel Action. Aber unsere LKWs fahren solo, das ist schon mal gut. Und unsere Busse fahren hier drauf, ist auch okay. Ja, apropos Busse. Wir haben natürlich mittlerweile ein erweitertes Feld auch bekommen, also Straße, Städte sind hier erweitert worden, dass wir natürlich auch eventuell noch sogar besser machen könnten. Buslinie nochmal neu machen. Der von dieser Seite Bahnhofs hält. Werden wir hier nochmal eine Straßen Verbindung machen. Ja. So, wie lassen wir den am besten fahren? Der sollte hier einmal ringsrum. Ein kleiner Kreisverkehr. Ringlinie machen. Ja, da bringt zwar nicht viel, machen wir es hier hin. So. Wo nur 2-3 Busse drauf fahren und diese ganzen Passagiere, die hier hinten sich angesiedelt haben, auch oder Leute, die dorthin möchten, transportieren kann. Und das ist jetzt die Z. Tristram L3 müsste es sein. ÖV habe ich vergessen. Ach, was ist denn los schon wieder? ÖV Tristram L3 müsste es sein. Ja, machen wir so. Gut. Und was habe ich jetzt? Ach. Wieder vergessen? Ich glaub's ja nicht. Z.
ist es. Man sollte es bestätigen. Ja, Mensch, Zacker. Mehr Konzentration bitte. So, jetzt hat er's. Und wir haben Stau. Was normal ist eigentlich mit solchen vielen LKWs. Wir können es hier noch erweitern. Könnten sogar noch das hier machen. Haben vielleicht noch eine weitere Möglichkeit. Ich muss das sehen. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ja, anwenden. Nein, so war das nicht gemeint. Ich dachte, ich habe das Große erreicht. Erwischt. Okay, das hat Kollision. Dann machen wir doch den großen Bereich. Ja, auch das soll im neuen Patch, Gameplay Patch, verbessert werden. Hoffen wir es mal. Das wird nicht funktionieren. Also werden wir das da auch belassen. Manchmal ist zu dicht abbauen doch wieder schlecht. Was haben wir hier für... Genau das hier. Das erinnert mich irgendwie an San Francisco. Zwar noch nicht so extrem, aber die Richtung kommt schon mal hin, ne? Oder was meint ihr dazu? Gut, viele, viele LKWs. Ja, wenn das so aussieht, werden wir natürlich diese Linien hier nochmal umbauen müssen. Den Transfer, ein paar Fahrzeuge noch umändern. Und du nimmst dann welche Linie? LM Marktus. Du nimmst LM Marktus. Du LM Marktus. Du LM Marktus. LM Marktus. Und du genauso. Ja. Heute wieder wenig gemacht. Und doch hoffentlich sehr erfolgreich, dass endlich meine Züge laufen, fahren, natürlich, Züge fahren, laufen nicht, dass meine Linien soweit funktionieren, dass kein Zug jetzt Stillstand hat. Auch hier werden wir noch eine Buslinie einrichten müssen, eine neue. Die bisschen hier die Passagiere abholt. Habe ich jetzt die Busse draufgesetzt? Nein, ich glaube, ich habe die Busse doch sogar vergessen. Linie 3. Ja. Machen wir nachher alles gleich zusammen. Machen wir nochmal eine neue Linie. Und das ist Fluss im Januar. Machen wir alles nachher gleich. Setzen wir zum Schluss noch die Buslinien ein und werden eine Runde mitfahren. ZÖV Fluss im Januar. Was war das? Machen wir auch L3 Tram. Könnte es unsere sein? Nein. Nein, ist nicht unsere. Ach, da wollte ich auch noch schauen. Sollten auch unsere Straßenfahrzeuge zum Teil mal ersetzen. So, wir kaufen jetzt ganz schnell ein paar Busse. Und zwar. Ja,
Disney 1, 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen, die L3. Die bekommt auch noch eine Farbgebung. Und zwar auch diese hier. Und nächste Fahrzeugdepot, Neutristram. Auch nochmal ein paar Busse. Die sind ein bisschen größer, da würde ich schon den größeren nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der bekommt dann diese Richtung. Auch nochmal Linienfarbe, Fahrzeugfarbe. So. Gut, den behalten wir uns mal bei. Werden wir nachher nochmal ein bisschen mitfahren. Und jetzt werden wir unsere Fahrzeuge nochmal kontrollieren. Vom Alter her. Ja, hier 63 Jahre. Werden wir natürlich unsere Linie ersetzen. Fahrzeugersatz. 12 ist leer. Werden wir auch nicht so große Fahrzeuge mehr einsetzen. 12 wäre der hier. Wir nehmen nur zur Sicherheit ein bisschen schnellere Bus trotzdem. Und dann sofort aufsetzen. Jawohl. Das war Fluss im Januar. Haben wir ersetzt. Ja, die haben es dringend nötig. Auch Jungs, ja, ihr seht eure. Der Rohöl, der Güterzug Rohöl, Fahrzeugersatz. Lass mal schauen. Auch schon für über 50 Jahre alt. Lokomotiven, was haben wir da? Wir hatten den Diesellok. Die 203er war das, glaube ich. Hinzufügen, wie viel Fahrt? 18 hat er hinten dran. Güter. Genau. Auch sofort ersetzen. Dann dieser natürlich genauso das gleiche. Der hat die große und 17 dran hängen. Das war. War das eine E-Lok? Ich weiß es nicht mehr. Oder war das auch eine Diesel? Nee, das war eine E-Lok. Ach, ganz einfach. Drüber die 145. Railion. Könnten wir sogar jetzt. Eine, die Ticken schneller ist, vielleicht nehmen. Die 185. Dann nehmen wir diese. Und da auch Güter. Öl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 funktioniert nicht, weil diese deutlich länger sind. Fahrzeuge haben ihren Farbe bekommen. Sofort ersetzen. Ja. Gut, hier haben wir auch nochmal Fahrzeuge, unsere Koop-Linie, werden wir natürlich auch 12 von den Einheitswagen 2. Auch sofort aussetzen. Und unser Güterlastwagen, auch schon ziemlich alt. Sofort aussetzen.
Ja, das gehört auch dazu. Ach, sogar unser Zug hier, den wir vorher in der Hand hatten, werden wir auch jetzt auf die 101er gehen. Weiß nicht, ob der die Farbe akzeptiert. Und was haben wir da gemacht? 1, 2, 1, 2. Der macht nur 100. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Hungenwagen, 1, 2. HBI 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, so ein bisschen von jedem etwas. Ich glaube aber, von dem könnte ich dann löschen und noch mal lieber zwei von diesen hinzufügen. Ja. Gut, haben wir diese GL Ho Chi Minh. Die Lastwagen haben wir noch nicht. GL für Güter. Welche haben wir da? Da haben wir diese All Cargo drin. Ein sofort ersetzen, jawohl. Werden wir noch mal alles auf Vollgas machen, weil wir kommen so langsam in den Gegen. Hier haben wir der Kanto Express, der wird dann demnächst fällig. Na, der Kanto Express. Oh. Ach, der hat schon automatisch das Ersetzen drin, das ist okay. Also brauchen wir uns keine Gedanken machen. Gut. Hat der auch Fahrzeugersatz, hat Fahrzeugersatz drin, gut. Wobei, den würde ich gerne noch verlängern. Nämlich größer, länger machen. Das war ein Dieseltriebwagen. Und dann ersetzen muss er auch gerade mal. Doppelte Fahrtpassagiermenge, das ist doch. Gut, so, ich habe euch versprochen eine Mitfahrt. Habe mich aber jetzt dafür entschieden, dass wir doch einen Zug Mitfahrt machen oder einen Bus. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Wir werden das Ganze wieder etwas reduzieren und ich würde sagen, wir fahren einmal komplett mit Kante mit. In diesem Sinne freue ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch dafür. Die Bewerbungen sind immer noch am Laufen zu unserem vierten Mitspieler zur Staffel 2. Und somit wünsche ich euch nun viel Spaß mit den Impressionen unseren Mitfahrt. In diesem Sinne, ciao.